So, yo, hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute testen wir hier die Mercedes E-Klasse. E200 haben wir hier am Start, Limousine. Und also ich muss echt schon sagen, E-Klasse ist so eine Liga für sich, weil es ist halt wirklich eigentlich eine Luxusklasse. Und so unter der S-Klasse zwar noch, aber trotzdem schon echt auf Luxus ausgelegt, Komfort. Und ich zeige euch das Ganze jetzt mal von außen. Ganz easy, eigentlich nichts Besonderes, so von außen ist kein AMG, kein AMG-Line. So, wir haben hier von außen die Avantgarde, das Avantgarde Exterieur oder so, wie man es auch ausspricht. So heißt das Ganze auf jeden Fall. Wir haben hier Chromleisten, alles am Start. Hier sind aber LED-Scheinwerfer auch natürlich eingebaut. Richtig geiles Licht im Dunkeln, muss man wirklich sagen. Das funktioniert top. Und genau, wir haben hier unter der Motorhaube eine 2-Liter Maschine, 4-Zylinder Turbomotor mit 200 PS, ca. 197 sind es und 320 Newtonmeter. Also es ist kein überkrasses Monster, aber man kann sich auf jeden Fall damit sehen lassen, würde ich sagen. So, von der Seite sehen wir jetzt hier die 18 Zoll Winterräder. Im Sommer hat er natürlich andere Felgen drauf. Ja, sonst sehen wir hier auch noch Sportstyle. Also das ist die Innenausstattung, Sportstyle, kann ich euch dann gleich noch zeigen, was wir da verbaut haben. Und sonst von hinten sehen wir hier das schöne Limousinenheck. Also ich finde wirklich die Limousine schöner wie das T-Modell, meiner Meinung nach. Ja, Auspuffrohre sind nicht nur Blenden, sondern da sind wirklich auch Auspuffe da dann dahinter, also immerhin etwas. Und ja, sieht echt schön aus. E200 haben wir hier noch stehen natürlich. Und sonst von außen eigentlich gibt es dazu nicht mehr viel zu sagen, Leute. Kofferraumvolumen, Leute, kann ich euch gerade auch noch zeigen. Haben wir hier, also da geht es schon ordentlich weit nach hinten. Aber man kann es natürlich nicht vergleichen mit einem VW Touran oder sowas. Also ich glaube, der hier hat 500 Liter circa. Ich nagel sie mich da bitte nicht fest, aber bringt auf jeden Fall ordentlich was rein. Also nicht nur hier vorne, sondern das geht wirklich noch einen Meter weiter hinter. Also ordentlich Stauraum, finde ich. So, und ich würde sagen, wir springen jetzt einfach direkt ins Auto, weil da spielt die eigentliche Musik. Da ist das die schöne Innenausstattung und ja, da liegt, finde ich, Mercedes auf jeden Fall meilenweit vorne. Vor den ganzen anderen Herstellern, weil der Innenraum von Mercedes ist einfach unschlagbar, meiner Meinung nach. Und ja, da springen wir jetzt rein. So, jetzt sind wir hier im Auto in der Mercedes E-Klasse. Auf jeden Fall von innen ein wunderschönes Auto, muss ich sagen. Die einzigste Ausstattung, was wir jetzt hier nicht haben, ist das Widescreen-Display. Also das komplett fette Display hier. Kann ich mal hier drauf filmen. Wir haben jetzt hier das Standard-Display hier in der Mitte, ist auch schon groß im Verhältnis zu anderen Herstellern. Und dann haben wir hier ein normales Tacho mit in der Mitte digitalen Display noch zusätzlich. Ist auch wirklich eine geile Sache, muss man sagen. Genau, ansonsten haben wir hier wirklich ein schönes Lenkrad, Lederlenkrad. Ja, was ich noch gar nicht gesagt habe, komplett neu, also das Auto ist ein Monat, 2019er. Also Ende 2019er Baujahr, also nagelneu, neueste Ausstattung, neueste Technik haben wir hier verbaut. Und genau, wie ich schon gesagt habe, wir haben hier
197 PS, 320 Newtonmeter, so 320 Newtonmeter Benziner, und der geht ganz gut vorwärts, muss ich sagen. Was ich geil finde hier von innen, ist einfach, also das Highlight an dem ganzen Auto innen, finde ich die Ambientenbeleuchtung. Das macht halt Mercedes echt am geilsten von allen, meiner Meinung nach. Da hat keiner einen Auftrag, weil es einfach, also ich zeige euch ein paar Aufnahmen, ich blende euch jetzt ein paar Aufnahmen ein von in der Nacht, wo wir hier mit dem Auto fahren. Einfach nur wirklich atemberaubend, finde ich. Und das ist ein Fahrerlebnis wert, mal mit so einem Auto zu fahren. Wir probieren jetzt hier gleich mal was mit Einparken. Ich habe das noch nie gemacht und probiere das jetzt einfach mal. So. Du musst auf P schalten, oder? Rückwärtsgang einlegen, okay. Ach du Scheiße, ich habe echt Angst, gell? Ach, what the fuck? Wir machen gar nichts. Also ich mach. Ah! Ich mach nichts, okay, Leute? Hey, jetzt fährt er doch in den rein. Ja, klar. Tschüss, Alter, da musst du dem Auto echt vertrauen. What the fuck? Ja, da kann ja keiner mehr. Da steht ja dran, bremsbereit bleiben. Also du kannst jetzt dem Auto nicht komplett alles vertrauen, was das da macht. Juckt die gar nicht. Alter, ich glaub's nicht. So. Oha, perfekt eingeparkt, ey. Alter. Also, das funktioniert auf jeden Fall. Krass, also wir waren da jetzt wirklich nah an dem Auto dran, da muss man dem Auto wirklich vertrauen, also an dem neben dran. Aber jetzt kann man perfekt aussteigen. Krass einfach, wirklich heftig. Das ist Technik. Mega geil. Außerdem, Leute, ist die Anlage in der Karre wirklich geil, muss man sagen. Und das ist nicht mal die teuerste Anlage, was ich weiß. Da gibt es noch eine teurere, die ist Serie drinnen. Aber die hört sich schon gut an. Wie muss ich dann die beste, die teure anhören? Auf jeden Fall mega geil. Und ich empfehle es euch wirklich mal, wenn ihr irgendein Auto mieten müsst oder keine Ahnung, so eine E-Klasse, mega komfortabel. Die hinten haben auch echt gut Platz, also da kann man richtig entspannt sitzen, gell? Also Kofferraum ist auch groß. Kofferraum ist auch groß. Der geht halt so in Länge, wie ich es euch vorher schon gezeigt hatte von draußen. Mega schön eigentlich. Und im Großen und Ganzen Fahrfeeling vom Feinsten, würde ich so sagen. Komfort ist da ganz weit oben und Luxus auch. Ist natürlich kein jetzt E63 AMG oder so, aber es ist immerhin eine E-Klasse und zum Cruisen und für den Alltag und so weiter reicht es vollkommen aus, meiner Meinung nach. Genau, Leute, wir haben hier jetzt kein Allrad, nur Hinterradantrieb, und was auch heftig ist, der hat 9 Gänge, also 9-Gang Automatik. Da kann man relativ sparsam fahren. Gestern von München bis nach Kempten haben wir um die 9 Liter verbraucht, aber das Ganze ist auch ein bisschen der Technik zu verdanken, weil wir haben hier, ich weiß es nicht genau, ich glaube 48 Volt Bordnetz. Ja, das ermöglicht uns, dass wir, wenn wir jetzt vom Gas gehen, dass der im Eco-Modus, wenn wir in Eco-Modus gehen, dass der jetzt den Motor abschaltet und Segelmodus aktiviert. Also wir verbrauchen jetzt rein gar nichts, also zero, und
wir rollen eigentlich nur, segeln über die Straße. Wir werden halt langsam, also wirklich ganz langsam, werden wir langsamer von der Geschwindigkeit her, aber bei einer Baustelle oder sonst was oder wenn es eine Autobahn ist, wo ein bisschen bergab geht, da hältst du die Geschwindigkeit eigentlich die ganze Zeit und trotzdem verbrauchst du eigentlich nichts. Also es ist mega geil, da kannst du halt wirklich die Reichweite nochmal erhöhen und du verbrauchst nicht so viel mit dem 2 Liter Turbobenziner. Geile Sache auf jeden Fall von Mercedes, was sie hier zusammenbastelt haben. Dann haben wir hier natürlich auch verschiedene Fahrmodis, wie eigentlich in fast jedem Auto mit 200 PS gefühlt. Also fast jedes Auto hat es eigentlich. Der Segelmodus, der ist nur im Eco-Modus. Also ich habe den im Komfort, habe ich probiert, dass der anspringt aber, oder ausgeht. Geht aber nicht. Das geht nur im Eco. Dann können wir hier natürlich in Komfortmodus rein springen. Sportmodus, Sport Plus, da schaltet er natürlich dann direkt wieder früher und sportlicher. Gasannahme ist auch viel besser. Genau, jetzt schaltet er hier von selber schön runter. Gehen wir hier mal in Sportmodus. Der braucht von 0 auf 100 7,5 Sekunden. Also dadurch, dass der halt 1,6 Tonnen wiegt, ja, ist jetzt nicht so fix. Ich finde, die Bremse kann ein bisschen besser sein bei dem Schwergewicht hier. Was, die ist voll gut. Aus höheren Geschwindigkeiten, finde ich, könnte sie besser sein. Ist ein bisschen schwammig irgendwie. Heckantrieb im Winter, jetzt muss man echt aufpassen, aber so kalt ist heute nicht, ganz gut. So, gehen wir hier, also der dreht wirklich, im Sport Plus dreht der so hoch und schaltet, also selbst wenn du vom Gas gehst, schaltet der nicht hoch dann, also der lässt komplett ausdrehen. Ich finde, aber in der E-Klasse, die ist ja nicht für sportlich fahren eigentlich gemacht, da reicht auch Eco oder Komfort, weil da chillst du eigentlich nur. Du genießt die Musik, du genießt das Fahren in so einem Mercedes. Ich bin davor noch nie Mercedes gefahren und jetzt in so einer E-Klasse ist wirklich schon, man fühlt sich schon so ein bisschen luxuriöser aufgehoben, muss ich sagen. Aber was man von einer E-Klasse auf jeden Fall erwarten sollte, ist ja immerhin eine E-Klasse. Der Innenraum hier, das ist komplett Holzesche in Schwarz, so heißt es. Dieses Holz hier komplett im Innenraum, das ist Holzesche in Schwarz. Sieht echt geil aus, finde ich. Komplett in Schwarz gehalten, hier so mit dem Chrom. Das passt irgendwie zu dem Auto. Ich bin eigentlich kein Chrom-Fan, aber im Innenraum hier taugt es, finde ich. Also da passt es einfach rein. Mega. Dann, was wir hier natürlich noch haben, was ich euch vorher gezeigt habe, eingeblendet habe, die Ambientenbeleuchtung, kann man alles verstellen hier in dem Menü, wie man es gerne hätte. Also da gibt es Farben, grün, gelb, rot, lila, so richtig blau. Also du kannst sogar machen, dass hier oben rot ist und unten der Fußraum in lila. Das sieht halt mega geil aus bei Nacht, das Feeling einfach. Dann durch die Stadt hier in so einem richtig geil beleuchteten Auto, ich feiere das einfach. Ich check nicht, warum die anderen Hersteller das nicht machen. Bei den neuen Audi Modellen und so weiter ist das natürlich auch, oder VW Touareg oder so, kann man das Ganze auch machen, aber da ist Sonderausstattung wieder und das ist dann absolut lang nicht so geil wie das hier, so geschwungen und ja, da liegt Mercedes weiten Welten vorne. Was auch mega gewöhnungsbedürftig ist, was manche Leute im ersten Augenblick wahrscheinlich gar nicht checken werden, wenn sie jetzt in den Mercedes hier reinhocken, mit Automatikgetriebe,
Sie suchen wahrscheinlich hier erstmal in der Mittelkonsole den Wahlhebel, aber es gibt einfach keinen, weil der ist einfach hier, wo eigentlich bei normalen Autos, jetzt nicht Mercedes, da ist eigentlich der Scheibenwischer. Und hier ist einfach eiskalt der Wahlhebel. Der Scheibenwischer wurde dann nach links verlegt, das ist nur noch hier so ein Knopf und dann kann man hier so drehen dran, auf welcher Stufe der wischen soll. Also komplett was anderes wie bei anderen Fahrzeugen und ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich kann mir vorstellen, dass ganz viele Leute das nicht wollen. Außerdem, wenn man mit dem auf der Autobahn fährt, Leute, ohne Scheiß, wenn man 200 fährt, das fühlt sich an wie 140 in einem normalen Auto. Du fliegst einfach oder fahrst vor dich hin. Danke. Du fahrst vor dich hin und ja, du merkst die Geschwindigkeit in dem Auto eigentlich gar nicht richtig, weil du hörst nicht wirklich viel, Windgeräusche sind nicht so... Alles klar, Navi. Weil hier alles gedämmt ist und einfach auf Komfort gemacht ist. Deshalb kannst du mit dem Auto locker flockig 220 fahren und du spürst eigentlich gar nichts davon. Ganz entspannt, Reisemodus. So gefühlt, 220 km/h Reisemodus, perfekt. Also wer sich überlegt, das Auto zu kaufen und das Video jetzt hier sieht, also meine Kaufempfehlung habt ihr. Es gibt nichts zu meckern an dem ganzen Auto. Und ja, ich glaube für ca. 55.000 Euro, circa, glaube ich, bekommt ihr das schöne Gefährt hier mit dem... Ja. Ja. Was heißt hier nur? Circa 55.000. Ja. Bekommt ihr das schöne Ding? Kann man machen. Also im Vergleich zu einem Audi A6 würde ich den bevorzugen sogar. Muss ich jetzt ehrlich sagen. Ich würde den bevorzugen vom Audi A6 oder so. Weil mir das Interieur noch mehr gefällt einfach. In dem Sinne, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, das Video. Und ja, wir sehen uns im nächsten Test. Danke auf jeden Fall auch an die PB Autovermietung, die das Ganze möglich gemacht hat. Natürlich schaut es bei denen vorbei. Von denen ist das ganze Auto hier. Und ja, ihr könnt es natürlich auch mieten, wenn ihr da Bock drauf habt. Geht einfach mal auf ihre Instagram-Seite oder ihr schaut auf die Website von ihnen. Da kommt ihr drauf. Auch über den Link in der Videobeschreibung. Ich verlinke euch einfach alles. Schaut bei denen vorbei. Lasst ein paar Likes da für die geile Aktion mal wieder. Und genau. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.